Ja, Leute, ich heiße euch willkommen zurück zu Panzer Corps. Einen Moment. Zwei. Und wir spielen die. Sind die jetzt hier von Polen? Wie auch immer das Teil da heißt. Wir waren ja im letzten Part in Kuzno, war jetzt nichts Weltbewegendes. Aber ich denke, dass jetzt könnte es eine Verteidigungsschlacht vielleicht ergeben, weil das spricht schon alles dafür. Ja, das war das letzte. Da war ja nichts. Da haben wir Zeug gekriegt. Aber das kriegt es hier nicht aus Spaß, ne? 9. September 1939, da die Armina Poznan und die Arminia Promoze nicht auf einen solch schnellen Vorstoß der Wehrmacht vorbereitet waren, wurden beide Armeen vernichtend geschlagen und waren gezwungen, Danziger bzw. polnischer Korridor und einen Großteil der West- oder Großteil von Westpolen aufzugeben. Die Überreste der zwei Armeen sammeln sich nun unter dem Kommando von General Tacitus Kuczepa. Okay, nördlich des Flusses von der Buza bei Kutno. Da die Kommunikation mit dem polnischen Oberkommando unterbrochen ist, ergriff der General die Initiative und gibt den Befehl zum Gegenangriff über den Fluss, um den Vormarsch der deutschen 8. Armee auf Warschau zu erschweren und die Hauptstadt zu entlasten. Die größte Schlacht im Rahmen des Überfalls auf Polen steht jetzt unmittelbar bevor. Okay, wir gehen in die Offensive mit dem, was wir da haben. Ja, sehr schön. Würde ich auch so tun. Keine polnische Standardunterstützung verfügbar. Hatte ich bis jetzt überhaupt mal Unterstützung, bis auf diese paar Sondereinheiten da. So, das Hauptkontingent der deutschen Armee rückt Richtung Warschau vor, das sehen wir, ja. Die verbliebenen Divisionen, die wo da sich, die sollen Warschau, sollen die da stoppen. Das ist die letzte Verteidigung für den. Okay, viel Spaß. Einen sofort Gegenangriff auf die Flanken vorstoßen deutschen Truppen starten. Ja. Überqueren sie den Fluss Buza. Ja, das dachte ich mir, dass da Truppen sind. Das, boah, wie stellt ihr euch denn das hier bitte vor? Okay. Erste Hilfe. Ja. So, das Problem, wo ich jetzt hier sehe, ist, dass hier in meinem Rückraum Truppen sind. Ja. Das soll ich ignorieren? Okay, machen wir erstmal Folgendes. Erstmal den Panzer. Wie gesagt, der kostet mich ja eh nichts durch den. Dann würde ich sagen, hierhin. Die Panzer werden wir hochleveln. So, wir haben hier Einheiten und hier will ich erst wissen, was hier los ist. Wunderbar. Hier hin, ja. So, dann stellen wir die Artillerie um. Das habe ich gemeint. So. Kommst hier mit. Ich muss meine Flanken hier erst säubern. Vorher brauchen wir jetzt hier nicht irgendwas machen. So, den Aufklärer. Den hauen wir voll hoch. Gib mir hier direkt Lagebericht. Hier müssen wir mal gucken. So, hier. Werden wir das tun? Das passt auch. Ja, perfekt. Und du kriegst dann den Erste Hilfe. Mal gucken. Ignoriert Verschanzung. Die passen beide da. Der eine ist im Pluscamp. Oh, Moment mal. Ich habe einen Gebirgsjäger als. Geht hier gar nicht. Hab hier Gebirge ein bisschen, aber nee. Das müssen wir ändern. Die Gebirgsjäger bringen mir hier gar nichts. Das wird eine Standardinfanterie. Warte mal, die Standardinfanterie hat. Ich mach's jetzt mal, wir gucken's mal. Gucken mal, ob wir vielleicht. Nee, das bringt mir gar nichts.
Bewegung ist das Problem hier. Es ist halt nur Panzer, das bringt mir gar nichts. Nee, nee, dann bleibt es so. Ja, so Flusskämpfe. Ja, dann schicke ich dich schon mal jetzt nach hier. Du kommst nach hier. So, hier wäre die Überlegung, die Artillerie zu verbessern mit den Fahrzeugen. Von Fahrzeugen her ist das eigentlich. Passt das eigentlich? Das kann man eigentlich machen, weil. Moment mal, Moment mal. Eine 105, gell? Ja, so. Komm mal raus. Bessere Fahrzeuge bitte, ja. Für die Artillerie wichtig in ihrer Bewegung. Das gleiche machen wir hier. Hat sie schon. Okay, perfekt. So. Panzer schicken wir auf hier hin. Passt. Pack. Lack. Der Zug könnte hier unten doch nützlich werden, ne? Ja, ich denke, der wird hier auch sehr nützlich. Und mal hier hin. Hier stehen, okay. Ist viel effektiver. Ist meiner Meinung nach viel effektiver. Das Fahrzeug. Und dann würde ich so sagen, du auch. Warte, ich mach die mal. Hä? Oh, besseres Fahrzeug geht nicht mehr. Oder habe ich schon? Ach, das hast du schon, okay. Ah, dann passt es doch. Ist okay, passt. Kommen wir hin. So, wir haben noch einen Punkt, muss mal gucken, wo ich den setze. Das werde ich gleich überlegen. Panzer haben wir, den auch. Pioniereinheit, mal nach hier. Schwere Infanterie hier hin. Also wir wollen erst hier unsere Flanken aufräumen. Oh, ich sehe gerade was. Fahrzeuge. Da könnte man noch was machen, ne? Ja. Ja. So, ich gucke mal ganz kurz nochmal die Infanterie an, was Fahrzeuge angeht. Ja, es ist so. Hat jetzt meine Pioniereinheit dann. Ja. Du hast kein Fahrzeug? What? Ja, gut, dass ich dann nochmal durchgegangen bin, weil das wäre jetzt wieder das Desaster geworden.
So, ja. Mir geht nicht. So. Soldaten, bitte helfen Sie mir. Moment mal kurz. So, bitte helfen Sie mir. Vor Beginn an des Krieges wollte meine Schwester unweit von Lotz heiraten. Ich hatte vor, mit meinen Großeltern dorthin hinzureisen, bevor dieser ganze Wahnsinn über uns reingebrochen ist. Das Letzte, was ich weiß, ist, dass meine Schwester aus Lotz fliehen wollte. Vermutlich als Teil eines zivilen Konvois. Ähnlich wie ich es getan habe. Wir sind so nah an dem Ort, wo sie jetzt sein könnte. Bitte eskortieren Sie mich nach Lotz, damit ich nach ihr suchen kann. Schlüsselcharakter, wo ist Lotz? Das hier? Ne, das ist nicht Lotz, das auch nicht. Wo ist denn Lotz? Ja. Okay. Oh, verdammt. Okay, hier hin. Die Frage ist, auf wen wird er gehen? Boah, pass auf, ich werde ihn jetzt mal richtig in die Falle locken. Ich werde jetzt mal richtig mies sein. So, aber jetzt muss ich mal was anderes gucken. Flugplätze. Wo sind seine Flugplätze? Hier ist jetzt keine Gefahr. Flugplätze sind hier und hier. Das heißt, die Luftwaffe wird hier in diesem Korridor wohl auch rumgeiern. Okay. Aufklärung bitte. Ja, das ist das, was ich befürchtet habe, dass da Truppen stehen. Oha. Angriff auf harte Ziele. Aber das war doch überrennen, warum? Ach so, ich habe keinen doppelten Angriff mehr drin. Stimmt. Hatte ich vergessen. Eigentlich gar nichts machen, eigentlich, ne?
Ja, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, weil dann kriegt er hier richtig eins auf die Mütze. Hansa. Ja, ich spekuliere jetzt ein bisschen hier drauf. Oh shit! Ach, come on! Der schickt mir echt Luftwaffe hier entgegen. Hast du mir gerade 6 Schaden gemacht? Boah, das ist doch nicht wahr. Oh toll, da ist noch ein Panzer. Waren hinterher. Ach so, das ist ja gar nicht die Einheit. Oh, da will noch einer was, die Krankenschwester. Bei der Einrichtung am Pferdplatz zu retten und würden Hilfe zu leisten. Wir sind in dem Land und bla bla bla. Wo will die denn jetzt hin? Ah. Ist das hier? Ja, warte mal. Das ist Slots. Okay, das geht ja. Das ist direkt hier unten drunter. Okay, Problem. Wir haben hier richtig Probleme, weil wir haben hier ein massives Aufkommen von Lufteinheiten. Das ist ein richtiges Problem. Wow, das ist ja stark. Ja, ich hätte, glaube ich, hier die Flak-Fahrzeuge besser setzen sollen. Das fällt mir jetzt gerade richtig auf die Füße. Okay. Ich sehe ihn eigentlich jetzt nicht als großes Problem. Yes. Nee, das bringt jetzt nichts, hier Truppen runterzuziehen.
Okay. So, das passt. Ja, sich auf den Hügel zu stellen, ist eine richtig dumme Idee. Okay, komm hier hin. Es geht. Tja, ich bin jetzt erstmal damit beschäftigt, meine Flanken zu säubern, weil. Und die Luftwaffe unter Kontrolle hier zu kriegen. Bin mal gespannt, ob er mit der Luftwaffe jetzt hierher kommt. Weil er sieht jetzt alles auch. Yes! Oh, come on. Ey, ich kann doch nicht hier alles voll mit Flachs lastern. Okay, wir müssen uns hier zurückziehen. Das ist mit Artillerie. Das war so, ne? Was diese Panzer da echt für einen Schaden veranstalten. Ja, das ist jetzt. Ah, Mist. Moment mal, kann ich die? Ja, kann ich. Okay, komm. Nee, er läuft nicht gerade alles so, wie ich das gerne gehabt hätte. Das ist gut. Oh, shit! Hab ich ja vergessen, der hat da Artillerie stehen. Der hat da ja Artillerie stehen. Ich komme da jetzt nicht rüber, das kann ich vergessen. Und das hier ist. Okay. Komm mal hier.
Hat ja super geklappt. Stopp. Hier hin bitte. So, okay. Soweit ganz gut. Ich komme hier aber nicht weiter. Die Luftwaffe da ist halt... Na komm. Yes. Ich habe aber jetzt nichts mehr, wo ich nachsetzen kann. Nee. Okay. Das heißt, wir gehen hier rüber und flankieren den dann hier irgendwie. Oh. Ja, natürlich trifft mich die Artillerie von hier, war ja klar. War das hier die einzige oder war da noch was? Wir werden sehen. Ja, das wird teuer. Das wird teuer, was Thema Luftwaffe hier angeht. Das wird richtig teuer. Ey, das ist doch nicht wahr, oder? Muss ich jetzt wirklich da eine Flak runterschicken? Damit der Laden hier läuft. Aber hier scheint nichts zu sein, ne. Nee. Geh mal zurück. Mal gucken, ob er nochmal mit seinem Bomber hier ankommt. So, Panzer. Ja, dafür haben wir es präzise gekriegt, ne? Weil hier auffrischen. Nee, also nur mit dem Panther mich hier hinzustellen. Ich stehe hier. Nee, das passt hier eigentlich alles. Ich muss hier auch da rein. Ja, ich wäre wohl den Umweg hier gehen müssen, ne? Hier, zack, zack. Jetzt komme ich da nicht rein. Ich sehe jetzt gerade keinen anderen Weg. Okay. Will mich doch hier echt verarschen, oder? Okay, so sag mir, warum ich hier jetzt nicht mit dem Fahrzeug rankomme. Keine Ahnung. Nee, geht ja nicht, weil da hat die Artillerie da stehen.
Okay. Die zwei Bewegungen machen sich doch hier schon mal ganz gut. Ich hoffe nicht, dass er auf die Idee kommt, sich zu bewegen. Dann kriege ich nämlich hier ganz böse Probleme. Boah, ja, du kommst hier einfach nicht durch. Krass, ich hänge jetzt hier seit 5 Runden und komme hier nicht weiter. Das ist zu wenig Schaden. Moment, Moment, Moment. Arztlorie hier hin, ja, kriege ich. Es ist aber die nächste Frage, was hat er hier noch stehen? Ich muss es riskieren, ich muss darüber. Sonst komme ich hier nie mehr auf den grünen Zweig. Ja, verstärkt. Das ist. Geht nicht anders da. Boah, ist das hart. Leck mich am Arsch. Ist das hart. Das Problem ist, dass der mir hier permanent mit der Luftwaffe auf den Senkel geht. Krieg ihn auch hier nicht weg. Das ist eigentlich ganz gut, weil er hat die Pump jetzt hier nicht geholt. Perfekt. Nur weil Madame da runter will. Warum brauche ich hier ein Fahrzeug? Was ist das bitte für ein Schwachsinn? Okay, dann verstärke ich dich, weil warum ich hier ein Fahrzeug brauche, das ist jetzt mir echt ein Rätsel. Das ist mir echt ein Rätsel.
Boah, das sah ich ja übel. 3, 2. 4, 3. 3, 3. 3. Ist das eigentlich noch am besten? Wow, es hat gut geklappt. Okay, nicht gut, nicht schlecht, ist in Ordnung. Ist okay. Wenn ich jetzt sein Flugquartier bedrohe, wird er vielleicht... Na, jetzt kommt er gleich hierhin, pass auf, ich sehe es kommen. Ich sehe es doch schon wieder vor meinem bildlichen Auge kommen. Es war so klar. Es war so klar. Ja, 8 Schaden, natürlich. Aber das da war so klar, ey. Das ist doch wieder so typisch KI. Ey, die muss doch hier cheaten, jetzt mal ganz ehrlich. Die muss doch hier ganz klar irgendwie cheaten. Weil anders, da kannst du das dort auch echt nicht mehr erklären. Setze ich jetzt mal hier hin und dann warten wir mal ab. Weg. Sehr schön.
Dafür habe ich das Schwert gemacht. Perfekt. Ach Mist, das ist ja eine Artillerie. Ach shit. Okay. Okay, wir sind auf jeden Fall mal über den Fluss. Hat ja nur 7 Runden gedauert. Erspart mir dann das. So, dann würde ich sagen, Leute, machen wir hier einen Cut. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Und dann hier das letzte Flugzeug runter. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal den ersten Teil hier. Sie muss nach... Oh shit, wo muss sie hin? Ah, nach Lotz, ja. Und sie muss nach hier. Oder war das umgekehrt? Bitte sag mir, dass es hier irgendwo gibt, wo ich das nachlesen kann. Wenn nicht, muss ich mir ein Video angucken. Weil hier steht es natürlich auch nicht. Gibt es denn hier nicht irgendwo, wo das steht? Menü? Nein. Oh Gott. Ich glaube, du warst Lotz die Krankenschwester. Oder was du? Muss ich im Video gucken. Aber Leute, das war's von dem Part. Dann, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann weiß ich, wer nach da oder nach da muss. Bis dann und ciao.